We are back. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, Dennis muss nächste Woche eine Penisbrille tragen. Oh ja. Ich habe gerade aufgrund von Markus Geist nach dem aufblasbaren Schwänzekampfset gesucht bei Amazon. Das kann ich echt nur empfehlen. Da ist ein super Link drunter, eine super Rezension drunter, die ziemlich lustig ist. Also ihr wollt es euch nicht kaufen, aber ihr sollt es auf jeden Fall lesen. Und dann kaufen. Genau, und dann kaufen. Und jetzt kommen wir zu den News. Von Schwänzen zu Warcraft. Warcraft soll verfilmt werden. Bisher gab es immer nur Gerüchte. What the fuck? Ja, was denn? Was ist das für eine Überleitung gewesen? Keine Ahnung. Jetzt hast du mich voll aus dem Flow rausgebracht. Okay. Du musst dich jetzt wieder so hinsetzen. Es gab bisher immer Gerüchte, dass es einen Warcraft-Film geben soll, aber mittlerweile hat selbst Blizzard selbst das bestätigt. Selbst. Und zwar auf der Comic-Con, die aktuell in den USA läuft. Und der Typ, den man da gerade im Hintergrund sieht, der soll Regie führen bei dem Warcraft-Film. Das ist Duncan Jones, der schon Regie bei Moon oder Source Code geführt hat. Moon soll sogar ein richtig krasser Titel sein, den ich aber noch nie gesehen habe. Es gibt bisher noch keinen Trailer oder so. Die Produktion soll sowieso erst nächstes Jahr beginnen und es soll ein Realfilm werden. Aber schon mit harten CGI-Elementen. Harten. Aber ganz wichtig natürlich auch, dass es nur das Warcraft-Universum ist, nicht das World of Warcraft. Habe ich zumindest so gelesen. Es wurde dazu schon eine erste Testaufnahme gezeigt, um so zu gucken, wie sich das Ganze anfühlt und wie das Ganze aussieht auf der Comic-Con. Die seht ihr nicht jetzt. Richtig, weil die gibt's verdammt nochmal nicht im Internet. Außer ihr findet die, dann könnt ihr die gerne schreiben. Das würde mich natürlich sehr traurig machen. Dann würden wir die zeigen, wenn die uns jetzt auch auf Facebook postet, Hard Reset Live, dann würden wir die auch direkt zeigen. Diesen Test-Teaser, der auf der Comic-Con gezeigt wurde. Aber ich genau. habe gestern nicht im Internet. Also Blizzard hat tatsächlich gesorgt, dass irgendwas, was öffentlich gezeigt wurde, nicht im Internet aufgetaucht ist. Ja, bis jetzt. So öffentlich wurde es auch wieder nicht gezeigt. Also ich glaube, so vielleicht 20 Leute waren halt im Raum eingesperrt und durften mal drauf gucken. Ja, gut. Ja. Also du hast es geschafft, eine öffentliche Veranstaltung zu machen oder eine geschlossene Veranstaltung, zu der es kein Video gibt, die was mit Warcraft zu tun hat. Das kommt auch noch dazu, ein Warcraft-Film vor allen Dingen. Ja. Das ist schon ein dickes Ding. Ja, echt mal. War Peter als so penisfixiert, wa? Also, das ist so ein Spacko, dass du meine Sprüche klaust. Kommen wir zu einem Spiel, was ich dieses Jahr sehr genossen habe, nämlich Tomb Raider. Das war Tomb Raider. War ja dieses Spiel dieses Jahr noch, oder? Ja, war dieses Jahr. Hast du ja Let's Played, genau. Mein Gott, ey, das Jahr ist irgendwie schon lange dran. Das Jahr ist echt schon lange dran und war auch schon viele gute Spiele. Ja, aber langsam gehen sie aus, wa? Ah, das stimmt. Also langsam kommt die Sommerpause. Egal, auf jeden Fall. Langsam kommt die Sommerpause. Ja, zumindest an den Spielen, also die Flaute. Ja, die finde ich schon relativ lange dran. Ja, stimmt, wir halten uns echt mit Season warm. Ja. Ja, und Peter mit auch neuen. Egal. Darauf gehen wir jetzt nichts ein. Egal. Auf jeden Fall ist Square Enix von den Verkaufszahlen enttäuscht. Daher ist eine Fortsetzung sehr unsicher. Nein, aber das ist Vergangenheit. Das war daher war die Fortsetzung unsicher. Aber jetzt hat die Autorin des offiziellen Comics bestätigt, dass die Fortsetzung jetzt indirekt erfolgen wird. Moment, das habe ich natürlich richtig gelesen. Die Autorin des offiziellen Tomb Raider Comics hat. Jetzt indirekt die Fortsetzung bestätigt. So rum. Richtig. So. Die hat nämlich gesagt, dass sie aktuell an einem Comic arbeitet, der nächstes Jahr erscheinen soll und den Übergang zwischen Tomb Raider und einem Nachfolger quasi die Brücke schlagen soll, inhaltlich. Obwohl es wenigstens noch bisher gar nicht bestätigt hat, dass es überhaupt einen Nachfolger geben wird. Aber jetzt hat die Comic-Autorin das ja schon gesagt. Jetzt wissen wir es. Und ich freue mich drauf. Und du bestimmt auch. Definitiv. Ja. 100% habe ich bei dem verkackten Spiel. Genau. Und ich hoffe, dass es nächstes Mal ein besseres Ende hat. Und das Ende habe ich vergessen. Krass. Wie kann man das vergessen? Das war nicht so gut, dass man sich daran erinnern muss. Muss man einfach mal sagen. Egal, ist ja trotzdem spielenswert. Kann man sich mittlerweile auch kaufen im Steam. Die letzten Summer Sales waren ja, da war es günstig. Da war es günstig mit dabei, ja. Leider vorbei. Hättet ihr gestern reinkommen müssen. Die News von gestern. Summer Sale ist. Kommen wir aber zu einem Unternehmen, was ausnahmsweise mal hart einen auf die Fresse gekriegt hat, nachdem es in den letzten Monaten tatsächlich auch news-technisch gesehen erst bergauf ging. Dann haben sie was zur Xbox gesagt. Dann ging es bergab. Und alle haben sie gehasst. Und jetzt sind sie auch noch im Surface-Bereich abgestraft worden. Und zwar geht es natürlich um Microsoft, deren Gewinnzahlen sind jetzt, Geschäftszahlen sind jetzt bekannt gegeben worden zum Jahresabschluss. Und die kommen auf einen Nettogewinn von knapp 5 Milliarden und Umsatz von knapp 20 Milliarden. Das sind im Prinzip kein Schwein. Auf jeden Fall fiel die Aktie trotzdem, obwohl der Umsatz gestiegen ist, nur der Nettogewinn nur gefallen ist, weil die zu viel Surface noch auf Lager haben, die abgeschrieben werden müssen, weil die kein Schwein haben möchte.
Ja, richtig. Die verkaufen ihr verdammtes Surface einfach nicht. Das, haben wir uns hier in der Sendung ja auch mal vorgestellt. Dieses Surface RT vor allen Dingen. Genau. Was ja diese abgespeckte Version ist, im Gegensatz zum Surface Pro, wo wir ja auch schon gesagt haben, abgespeckte jetzt nicht unbedingt so geil, aber das Pro, da hättest du beispielsweise persönlich schon krass Interesse dran gehabt eigentlich. Gibt es das eigentlich mittlerweile mal? Das gibt es mittlerweile. Ah, okay. Und ich wollte es mir eigentlich dann noch kaufen. Dann habe ich mir Testberichte dazu durchgelesen. Dann hätte ich es mir immer noch gekauft. Dann habe ich mir den Preis angeguckt. Dann dachte ich mir, Alter, sind wir bei Apple, oder was? Wie viel kostet das? 1,2. Ja, da ist Apple für, aber noch ein ganzes Stück günstiger, möchte ich mal kurz sagen. Und was für auch die Leistung, keine Ahnung, da kaufe ich mir lieber ein Notebook. Ein gutes. Oder so, ja. Gut, Notebook ist natürlich kein Tablet, ne? Das ist ja schon ein kleiner Unterschied. Ja, das stimmt, aber der Unterschied ist dann für mich nicht awesome genug, dass ich dafür bereit bin, so viel Geld auszugeben. Du könntest ja auch ein iPad kaufen. Ja. Also wie gesagt, das will kein Schwanz haben. Und das haben die eigentlich, das haben die ganz gut irgendwie versteckt, sag ich mal. Das hat ja kein Mensch mitbekommen. Ja, eigentlich nicht. Bis jetzt auf dem Jahresabschluss. Ja, aber im Jahresabschluss hat man gesehen, 900, was haben sie denn, irgendwie 900? Millionen US-Dollar mussten sie abschreiben, weil halt die Sachen einfach tot auf dem Lager noch rumliegen. Ja, genau. Das ist natürlich dumm gelaufen. Ah, jetzt wissen wir es alle und die ganzen Aktienleute erstmal verkaufen, wie im Film. Und jetzt irgendwie ist der Aktienstand so schlecht wie seit 2000. Nicht mehr. Krasser Scheiß. Wo die Gewinn gemacht haben, 5 Milliarden. Egal. Wasteland 2. Wasteland ist ein so altes Spiel, dass die meisten von euch eigentlich sich nicht daran erinnern dürften. Und ich auch nicht. Aber als Wasteland 2 bei Kickstarter auftauchte, sind alle auf einmal verrückt geworden. Und dann ist das passiert bei Kickstarter, wo ich persönlich erst dagegen bin. Etwas war erfolgreich? Nee, ist es erfolgreich, das ist gut. Natürlich, also es ist nämlich so, die wollten eigentlich 900 Millionen US-Dollar, 900 Millionen, genau, die wollten 900 Millionen US-Dollar haben. Die wollten 900.000 US-Dollar haben, haben jetzt aber dreimal so viel bekommen und dann haben die das Geld genommen und haben gesagt, alles klar, das ursprüngliche Projekt machen wir so nicht mehr, sondern wir machen es größer. Und das finde ich falsch, weil die Leute haben das Geld gegeben für das Projekt, was da beschrieben wurde und ich dachte, das ist größer machen. Moment. Die haben schon, während die Kickstarter-Kampagne lief, das ist auch ganz üblich auf Kickstarter, so eine Tabelle gemacht, welche Features noch ins Spiel kommen sollen, wenn man bestimmte Geldbeträge überschreitet. Ja, ja, klar. Da stimme ich dir zu. Aber den Release-Termin jetzt auch noch zu verschieben? Ja, gut, das ist halt... der Release-Termin bezog sich natürlich nur auf die ursprüngliche Fassung. Und jetzt haben sie den Release-Termin verschoben, weil sie gesagt haben, wir haben halt so viel Geld, dass wir damit was, wie bereits angekündigt, was Größeres machen können. Dafür brauchen wir allerdings logischerweise mehr Zeit. Man könnte natürlich auch einfach mehr Leute anstellen und dann könnte man das schneller machen. Aber dafür haben sie wahrscheinlich dann auch wieder doch nicht genug Geld. Finde ich nicht cool. Bram findet es nicht cool. Aber ich finde es gut, dass es gibt. Ich finde es generell gut, dass es gibt, aber ich finde es irgendwie schlecht, dass sie vom Plan abweichen. Ist für mich irgendwie zu Richtung Kommerz. Irgendwie, das macht so für mich diesen Kickstarter-Gedanken. Ja gut, was sollen die denn mit der Kohle sonst machen? Ausgeben. Ja, für ihr Spiel, genau. Quasi. Dann im Prinzip, die sollen ihr Spiel machen und das, was über ist, ja, also was mit dem Geld verdienen, können sie behalten. Was über ist von Kickstarter, sollen sie dann den Leuten wieder zurückgeben. Oder so. Weißt du, so nach dem Motto, Kickstarter ist so ein Geben und Nehmen. So funktioniert die aber nicht, die Plattform. Das ist sogar tatsächlich witzigerweise in den USA verboten, sich über solche Crowdfunding-Sachen an einem Projekt wirtschaftlich zu beteiligen und nachher von dem Erlösen zu profitieren. Das ist verboten in den USA. Weil, ist egal, wie ich jetzt darauf gekommen bin, ist auf jeden Fall so, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Okay. Aber der Zach Braff, der Scrubs-Darsteller, der diesen Film über Kickstarter finanziert hat, der meinte in den Interviews, dass er die Zukunft darin sieht, dass das erlaubt wird irgendwann. Die arbeiten wohl daran und dann auch der Weg sein wird, wo Kickstarter hingeht. Ich lege euch da 500 Euro jetzt am Tisch und will dafür zu 0,01% an den Umsätzen beteiligt werden oder so, halt in die Richtung. Weil das fände ich awesome. Ist halt dann die perfekte Kommerzialisierung des Ganzen. Ja, fände ich awesome. Ist halt so eine Sache. Reden halt viele mit, ist immer das Problem. Ja gut, du hast keinen Einfluss auf die Entwicklung dann. Du hast nur eine finanzielle Investition getätigt, ja, ohne irgendwelchen Anspruch auf irgendwas. Finde ich ja gerade im Indie-Bereich irgendwie schade. Dafür gibt es ja so Publisher wie EA oder Activision, die eigentlich dafür zuständig sind, überall mitzumischen. Ja, aber die Publisher haben ja beispielsweise nicht das Vertrauen, was möglicherweise Fans haben. Stimmt. Dafür ist es ja eigentlich auch gedacht, Projekte zu finanzieren, wo die kommerziellen Geldgeber nur Marktchancen vor, sehen. Wenn EA dann auf einmal so ein Ding bei Kickstarter einstellt, weißt du? Ja, das FIFA 15, aber nur wenn ihr bei Kickstarter ja 700.000 US-Dollar zusammenkriegt. Das ist in der Tat eine Gefahr. Also finde ich halt, sehe ich halt ein bisschen zweischneidig. Man muss gucken, wie es sich entwickelt. Das war beispielsweise bei dem Zach Braff-Ding auch so.
Da haben sie alle gesagt, du hast doch genug Geld, um dir selber einen Film zu machen. Was brauchst du unsere Kohle dafür? Ja. Ja. Ist er trotzdem finanziert worden. Richtig, und zwar overfinanziert, wie bei Wasteland 2 auch. Gut, das war's zu den News. Wäre ja doch eigentlich ein recht spannendes Thema, Kickstarter, muss ich sagen. Aber wir kommen jetzt zur Community-Ecke. Da hatten wir euch letzte Woche gefragt, was haltet ihr von E-Sport? Was habt ihr zum Thema E-Sport für Geschichten zu erzählen? Und da hat der gute Markus wie immer ein paar schöne Kommentare rausgesucht. Oh ja. Die wir uns jetzt mal ansehen. Und wir starten mit Tim Meyerhoff. Generell würde ich sagen, dass es eindeutig weniger geworden ist. Außerdem bekomme ich nicht besonders viel bis gar nichts von E-Sport-Turnieren mit. Gründe dafür könnten entweder sein, dass die Masse einfach nicht groß genug ist oder es nicht ausreichend von den Entwicklern oder der Community verbreitet wird. Außerdem denke ich, dass es nicht viele gibt, die bei solchen Events teilnehmen, wobei ich auch falsch liegen könnte. Findet das E-Sport-Turnier zum Beispiel nicht in der Nähe oder gar in einem anderen Land statt, würden viele vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, daran teilzunehmen. Bisher habe ich einmal aus Zufall von einem LoL-E-Sport-Turnier mitbekommen und kurz eingeschaltet. Es war schon interessant anzusehen, allerdings war kein großer Anreiz vorhanden, um es lange zu schauen. Dieses Gefühl, dass es weniger geworden ist, das habe ich halt auch, ganz subjektiv. Das habe ich auch, definitiv. Wobei ich mir heute da auch irgendwie mehr bewusst drüber bin. Ich habe früher halt selbst wir haben ja selbst in der ESL gespielt teilweise. Vielleicht einfach nur, weil man mehr dran war. Ich bin mir nicht sicher, beispielsweise auch so ein GameStar hatte ja immer ein Themengebiet. Stimmt, E-Sport. E-Sport. Und den haben die ja jetzt auch schon eine längere Zeit nicht mehr. Warum? Weil sich nicht mehr so viele Leute irgendwie dafür interessieren. Gibt halt nur noch LoL. Und StarCraft. Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber auch nicht. Ist halt schon interessant. Also ich habe auch persönlich das Gefühl, dass es weniger geworden ist, aber gut. Was haben wir denn noch so für Kommentare? Vielleicht elitärer. Erst das Gold. Robin Schulz. Ich verfolge den LoL-E-Sport schon fast so intensiv wie Fußball. Die E-Sport-Szene von LoL wird auch immer größer, stärker. Erst vor knapp 2 Monaten war in Shanghai ein von 8000 Leuten besuchtes All-Star-Turnier. In Europa sowie Nordamerika gibt es inzwischen die LCS, eine Liga, welche man mit der Bundesliga vergleichen kann, in der die Teams regelmäßig gegeneinander spielen. Die Playoffs, wer den Split, also den Abschnitt gewinnt, wird dieses Jahr auf der Gamescom ausgespielt. Wöchentlich finden die LoL-Spiele in Köln deutsch statt und ab und zu gibt es Events in Moskau, Teneriffa oder sonst wo. Fazit E-Sports, zumindest in der LoL-Szene, finde ich absolut awesome. Köln deutsch, Junge! ich muss sagen, ich finde es auch ganz interessant. Ich habe zum Beispiel, während die World Cyber Games waren, ich glaube, es waren die World Cyber Games mit Christian reingeschaltet. Und da ich ja selbst auch relativ viele Leute spiele, war es echt mega interessant. Weil, wie die abgegangen sind, du sitzt ja nur so vor. Weil du kennst halt die Karten und die, also beziehungsweise die eine Karte, die da gespielt wird. Und halt vor allem die Helden und die Moves und so. Und denkst halt immer, warum machen die das jetzt? Und dann funktioniert es auf einmal doch irgendwie und denkst du so, Alter, das war für nix. Ich finde das auch, also beispielsweise bei anderen Spielen wie Counter-Strike auch echt schon interessant, so ein bisschen. Wenn ich mal reinschaue, dann bin ich auch angefickt, aber irgendwie. Der Problem ist, ich kenne halt niemanden, so dass ich sagen würde, Alter, den würde ich jetzt verfolgen, wie zum Beispiel Formel 1 war früher auch immer so. Wie viele Leute haben geguckt wegen Michael Schumacher? Ja, wegen der Formel 1. Die sagen, boah, Michael Schumacher will ich sehen. Alles klar, hört auf, okay, gucken wir keine Formel 1 mehr. Jetzt haben die wieder Vettel. Ah, oh, Vettel will ich sehen. Ja, und sein Brust mal für den E-Sport. Aber irgendwie ist da noch nicht genug Werbeetat hinter. Ja, genau, das ist wahrscheinlich das Problem. Da müsste deutlich mehr Marketing und so für gemacht werden. Und ich glaube, dann würden das schon irgendwie Zuschauer anziehen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Kann auch voll daneben liegen. Ja, wer weiß. Wer weiß. Tobias Ruschal schreibt, ich denke, E-Sport ist leider weniger geworden. Speziell ich spiele Trackmania in diesem Bereich und muss sagen, dass es leider weniger und weniger wird. Ich glaube, das könnte auch etwas damit zu tun haben, dass viele der neueren Spiele einfach nicht für den E-Sport-Bereich zugeschnitten sind oder nicht genug modbar sind. Das macht den E-Sport-Bereich zwar durchschaubar, hält die Gewinne von Turnieren jedoch niedrig. Wobei ich meine Infos leider nur auf dieses eine Spiel bezieht. Im Groben und Ganzen bin ich also der Meinung, dass es sich beim Bereich E-Sport ein wenig verkleinert hat. Ganz interessanter Punkt, dass die Spiele sich weniger und weniger dazu eignen, im E-Sport-Bereich genutzt zu werden. Das fing ja beispielsweise mit MW2 schon an. Wir waren ja immer, also Trackmania und so haben wir natürlich auch mal im E-Sport-Bereich gespielt. COD 4 auch noch überhaupt gar kein Problem, aber MW2... mit diesem ganzen, es gibt keine dedicated Server und man kann nicht jede Kleinigkeit selber einstellen und es ist alles über Peer-to-Peer und einer muss hosten, das funktioniert halt so nicht so genau, gut. Genau, da war schon nur der Ping-Vorteil, bla bla, ja, genau. Und dann wurde halt schon erstmal gemeckert. Das war
echt nicht so mega Pornos. Nee, die Spiele, die heute rauskommen, die eignen sich natürlich für die Masse eher. Und ich habe echt das Gefühl, dass früher die Publisher auch ein bisschen darauf abgegangen sind, ein Spiel für den E-Sport-Bereich zu machen. Ja, ich glaube auch. Also vor allem, ich glaube, dass viele auch dann deswegen so Core-Games gemacht haben einfach, weil sich die Publisher wirklich einen runtergeholt haben, dass sie halt irgendwie ihre 100.000 Leute hatten weltweit, die da voll drauf abgegangen sind. Was man heute einfach nicht mehr machen würde, weil es einfach zu kommerziell alles ist. Ja, ist viel zu wenig. Ich muss viel mehr Einheiten verkaufen. Ja, darum geht es nur noch. Ein bisschen schade. Na, aber gut, ich glaube, das ist ein Grund. Ein bisschen ging es da früher natürlich auch noch. Ja, natürlich ging es so. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade diese Kommerzialisierung auch im Games-Bereich immer noch stärker wird. Also es ist halt noch eine relativ junge Branche, vor allem im Verhältnis zum Fernsehen oder so. Und da muss man einfach mal sagen, naja, die haben halt auch rumgespielt. Und haben da vielleicht mal Geld ausgegeben für Sachen, wo du dachtest, Alter, wie dumm kann man eigentlich sein, heutzutage. Wo du sagst, oh ja, tu mal hier 10.000 und tu mal da 10.000. Was soll das denn? Wir haben doch gerade Command Conquer gemacht. Sagt immer so. Ja, verstehe, was du meinst. Ja, das ist weniger geworden. Alles wird vorher erstmal umfangreich analysiert, lohnt sich das und so weiter genau. Und so fort. Und dann wird das Maximalgewinn versucht rauszuschlagen, der Maximalgewinn. Oh, ist das alles furchtbar. Nächster Kommentar. Ja, Peter tut es richtig leid. Merkt mir richtig. Pascal Havemann, aus meiner Sicht ist die E-Sport-Szene kaum weniger geworden. Aus meiner Sicht ist die E-Sport-Szene weniger geworden, weil ich finde, dass es erstens die Spieler für kaum noch gibt, es fehlt also der kompetitive Gedanke irgendwie und zweitens ist das Online-Gaming auf den Konsolen mehr geworden, wodurch es mehr Casual-Gamer als Core-Gamer gibt. Stimmt, das ist auch ein ziemlich guter Grund. Stimmt auch, gibt es auch eine E-Sports-Liga für Konsolen? Ja, ich meine schon. Also ich glaube, wird auch irgendwas organisiert. Also ich meine beispielsweise, FIFA-Turniere werden doch auch auf Konsolen gespielt, oder? Weiß ich eben nicht. Also ich meine, könnte ich mir natürlich vorstellen. Mario Kart-Turniere und so weiter. Und was ist das überhaupt für eine Frechheit, zu behaupten, dass Konsolenspieler Casual-Zocker sind? Marco spielt übrigens kein PC. Ich weiß auch nicht, wen die uns hier hingesetzt haben von da unten. Also der zockt halt primär Konsolen. Das sind halt die Leute aus München, die wissen nicht immer so ganz Bescheid. Ich muss auch sagen. Die sitzen einfach so im Konsolenlehrer hin. Aber darüber wollen wir uns nicht unterhalten jetzt. Nee, ich wollte noch gerade was sagen, warum ich das gar nicht so schlimm finde mit der Kommerzialisierung, weil sich das auf die Qualität der Spiele bisher nicht negativ ausgewirkt hat. Gucken wir, was heute dieses Jahr allein erschienen ist mit Tomb Raider, Bioshock Infinite und The Last of Us. Also so schlimm kann die Branche nicht sein. Nee, das wollte ich dem doch gar nicht sagen. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Spiele ja für mich keinen hohen Dauerwert bieten. Also keins von den Spielen wird irgendwie meine 1000 Stunden wie Modern Warfare erreichen. Ja, das ist natürlich von den Publishern dann nicht... Gewollt auch. Eigentlich nicht, ja. Also ich meine, das sind großartige Spiele, aber wie gesagt, Last of Us habe ich jetzt durch, 14 Stunden oder so habe ich gebraucht. Ja gut, das sind halt 14 Stunden gewesen. Gut, du bist jetzt nicht der Mensch, der sich den Multiplayer-Modus da reinzieht. Aber vielleicht gibt es noch DLCs. Also du würdest es jetzt ja schon mal nicht weiterverkaufen. Nee, das auf keinen Fall. Das ist schon mal ein erstes Ziel für den Publisher eigentlich erreicht. Ja, aber das würde ich ja sowieso nicht tun. Ja gut, weil du keiner wirst. Nee, weil ich es mir digital runtergeladen habe. Achso, du hast es dir im Store gekauft. Ich habe es im Store gekauft. Ah, okay. Ja. Weil es war wirklich so, okay, also Last of Us, ich will jetzt Last of Us spielen. Erstmal ins Store gehen, alles klar, runterladen. Oh ja, keine Ahnung, 27 GB oder so. Alles klar, jetzt runter, ja, warte 15 Minuten und bist fertig. Schau mal so gerieben, ja, lass dich jetzt kurz noch karten. Setz dich davor, 3%. What the fuck? Was geht hier ab? Ja, die PlayStation ist irgendwie scheiße. Ja, die ist scheiße langsam vor allen Dingen in diesem Bereich, ja. Es wird alles besser mit der PlayStation 4. Natürlich, ganz sicher. Wie sollte man Steam-Niveau erreichen, ohne Spaß? Seitdem ich mein halt... Nicht so, die PlayStation 4 lädt Sachen schon runter, bevor du überhaupt weißt, dass du sie kaufst. Das stimmt wirklich so, das ist so... Ja, nicht bevor du die kaufen willst. Doch, tatsächlich so, ja. Das ist echt geil. Aber seitdem ich mein HDMI-Kabel meinem PC an meinem Fernseher angeschlossen habe, scheiße ich sowas von auf die Konsolen. Das ist einfach göttlich. Probiert das mal aus. Sehr gut. Mit Steam Picture-Modus. Braucht keine Konsole mehr. So, nächster Kommentar. Wir driften hier gerade ein bisschen ab, glaube ich. Von Patrick Urks. Servus! Meine persönliche Meinung zum E-Sport ist sehr positiv. Ich bin zwar erst vor knapp 2 bis 3 Jahren in die Szene reingestolpert, interessiere mich dafür heute aber umso mehr. Letzte Woche war ich in Polen, um ein Event zu verfolgen und schon morgen mache ich mich auf den Weg zur Dreamhack in Spanien, um die dortigen Turniere zu sehen. Generell versuche ich viele wichtige Events, für die ich mich interessiere, live und vor Ort mitzubekommen, statt via Stream. Das ist aber krasse Reiserei, Alter. Entgegen vieler Meinungen in den Kommentaren hier finde ich, dass die E-Sport-Szene kaum weniger geworden ist, auch nicht in Deutschland. Es gibt bereits sehr viele nationale und internationale Veranstaltungen, unter anderem mit nicht gerade kleinen Preisgeldern. Und diese werden immer beliebter. Faktoren, welche nach wie vor eine Rolle spielen und natürlich die vertretenen Spiele und die damit verbundene Community, die nicht unbedingt jeden ansprechen. Ich selber habe nur Erfahrung als Zuschauer in E-Sport-Veranstaltungen bzw. Turnieren und komme dadurch sogar sehr viel rum.
Meiner Meinung trägt die E-Sport-Szene noch sehr viel Potenzial. Kann ich nicht lesen? In sich, ja. Hoffentlich wird sie sich in Zukunft immer steigender Beliebtheit erfreuen. Das ist aber krass, ohne Scheiß. Nach Polen fahren, nach Spanien fahren, um dir dann die Events da anzugucken. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt existiert. Doch, dass es existiert, das war mir klar. Aber ich dachte nicht, dass man sich das leisten kann. Nee, also dass tatsächlich Menschen das alles so cool finden, dass sie damit halt wie so beispielsweise knallharte Fußballfans halt auch immer durch die halbe Welt fahren quasi. Ja, es gibt auch so mega Core-Fans von irgendwelchen Indie-Bands, die irgendwie 400 Zuschauer haben, trotzdem gibt es einen, der immer die ganze Zeit hinterherreist. Also. Ja, gut, das kann man jetzt vielleicht so nicht verallgemeinern, das ist nicht ganz unrecht, aber trotzdem krass. Aber wenn man sich überlegt, ja, dass LOL irgendwie jetzt auf dem nächsten Turnier 5 Millionen Dollar oder Euro, ich weiß es nicht, ist natürlich ein Unterschied, aber ich weiß gerade die Währung nicht mehr. Nehmen wir mal Dollar, dann ist es weniger. Eine große Zahl. Ja, auf jeden Fall eine große Zahl an Preisgeld ausschreibt, dann scheint denen das Thema doch schon wichtig zu sein. Es gibt halt so, wenn du vor allem so Spiele hast, die so explizit auf diesen Bereich gehen und dadurch auch irgendwie ihren Modus halten, dann scheint das wohl eine große Sache zu sein, wie zum Beispiel bei LOL oder auch bei FIFA oder so. Dota. Genau, oder hat auch mal genau, oder bei Dota oder bei StarCraft oder so. Wenn aber irgendwie so, gerade im Shooter-Bereich finde ich es, oder vielleicht, genau das könnte es vielleicht, gerade im Shooter-Bereich ist es, glaube ich, nur zurückgegangen. Kann das sein? Das kann natürlich auch sein, ja. Und weil wir das halt am meisten zocken, ist es da uns am meisten aufgefallen. Aber wenn man überlegt, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, LOL wird immer größer, Dota schreibt immer mehr Preisgelder aus und so weiter. Gerade im Sachen Preisgeld kann man eigentlich nicht sagen, dass es eigentlich weniger geworden wird. Ich habe noch nie gehört, dass jemand einen PC-Spieler 5 Millionen gewinnen kann, damit dadurch, dass der zockt. Na doch, bei LOL. Ja, oder bei YouTube. Jetzt habe ich mal wieder was gesagt. Ich wollte einfach mal reinrücken. Ist egal. Kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Kommentar. Und zwar von Kelvin Mankop. Mankop? Wie auch immer. Ja. E-Sport ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Okay, krass. Alles klar, damit, das stimme ich schon mal nicht überein, weil jeder hat sein Hobby. Aber okay. Aber ich gehe mal nicht vom Prinzip, aber gar nicht mal vom Prinzip her, also dass sich viele Gamer einfach mal so richtig hart battlen, sondern eher vom Namen her. Oh, okay. An sich ist eine gute Idee und macht immer mehr Spaß, macht auch mehr Spaß am Spielen, aber ich denke, dass das Wort Sport bei dieser Aktivität genauso wenig zu suchen hat wie beim Schach. Ich definiere Sport als eine harte körperliche Arbeit, nicht als ich habe hier Tastatur und Maus und töte jetzt alles, was mir in den Weg kommt. Ich habe selber noch nie an einem solchen Turnier teilgenommen, da das halt meistens nur bei den Spielen geht, bei denen es halt ums gegenseitige Umbringen geht. Ich stehe eher auf Adventure-Games und finde es ein bisschen schade, dass es für solche Spiele keine Möglichkeit für derartige Veranstaltungen gibt. Als Hartes kann ich sagen, dass die Idee voll krass geil ist, der Name aber nicht angebracht ist. Da stimme ich nicht überein, muss ich sagen. Aber das, also tut mir leid, wenn ich dir jetzt zu nahe trete, aber das klingt für mich wie so ein Kommentar von: Ja, ich mach's zwar selber nicht, aber ich find's nicht so gut. Weißt du, also wie fertig wir sind, wenn wir so was gezockt haben. Ja, also ich finde auch, also für mich ist halt Sport eher Wettkampf. Kompetitive, ja genau, also Wettkampf, ja genau, würde ich nämlich auch sagen, Sport ist Wettkampf. Also ich würde auch nicht Sport mit harter körperlicher Arbeit gleichsetzen, also es kann ja auch harte Arbeit hier sein. Weil normalerweise ist, wenn ich gerade so, weil Sachen, ich sag mal Sportarten, die nicht im kompetitiven Wettkampf sind, sondern wo man einfach hingeht, dann sagt man meistens, ich gehe trainieren und nicht, ich gehe jetzt Sport machen, ja. Das sagt keiner. Sondern eine sportliche Auseinandersetzung oder so. Also ich finde den Namen jetzt nicht schlimm, ich finde Sport jetzt nicht eine harte körperliche Arbeit im Sinne von physisch, sondern auch psychische Aktivitäten. Das ist wahrscheinlich eine reine Definitionssache. Ich meine, er hat ja auch gesagt, dass er es cool findet und so, nur den Namen. Aber ich finde es interessant, ich stehe auf Adventure-Maps und finde es ein bisschen schade, dass es da keine Möglichkeit gibt. Der finde ich interessant, wenn man so irgendwie, keine Ahnung. Jetzt rätseln wir mal um die Wette. Ja, wirklich so. Professor Layton, wer schafft es schneller? Ja, ist wahrscheinlich aber das falsche Genre, nicht so gut machbar. Das Geile ist, dass wir auch überhaupt nicht auf dieses Genre so krass stehen. Das machen wir uns ein bisschen lustig darüber. Ja, ich mag Adventure Maps. Na, Adventure Maps. Auch nicht so gerne. Vor allem die jetzige aktuell, wa? Ja. Haben wir überhaupt noch? Haben wir noch ein Kommentarchen? Von Tobias Klein. Oh. E-Sport ist... Weißt du, bevor die Assis sind? Wieso? Wir machen uns jetzt mal über den Namen unserer Leute los. Das stimmt doch gar nicht. Über Mahnkopf haben wir nichts gesagt. Was soll man dazu was sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt der Tobias, er schreibt, E-Sport ist eine geile Erfindung und sogar schon seit 97 vorhanden, gegründet tatsächlich von Deutschen als deutsche Clanliga. E-Sport-Teilnehmer und oder sind definitiv mehr geworden mit den Jahren. Und wenn man nicht gerade ein kleiner Flamer-Kiddy hat, was zu einem spricht, findet man im E-Sport-Bereich eine großartige, größtenteils gute Community. Zuschauen bei solchen Veranstaltungen ist genial. Ich selbst war 2012 auf der CeBIT und habe die
die EM Finals geschaut und es war einfach eine unfassbare Stimmung, egal bei welchem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Haben die Deutschen tatsächlich einen E-Sport? Das ist jetzt natürlich eine Behauptung, die man glauben muss. Vor allem erst 97. Ja, das finde ich nämlich auch ein bisschen spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber gut, ich kann das bestätigen, dass auf solchen Veranstaltungen immer eine Top-Stimmung ist. Sieht man, also Intel Friday Night zum Beispiel. Das ist ja auch auf der Gamescom. Gamescom, oh, das fällt mir jetzt erst ein, wie riesig eigentlich auf der Gamescom auch immer so ein E-Sport-Ding ist. Der ESL und Intel Friday Night Stand ist, der ist riesengroß. Ich meine, als der letztes Jahr bei Quake abging. Das war fast eine ganze Halle. Wobei eigentlich. Ich mir dann immer dachte, die beiden cheaten. Die wussten, ohne Spaß, die wussten immer, wo der andere ist. Und zwar genau, die haben wirklich so durch die Wand so eben verfolgt, der kam raus und haben abgedrückt und dann dachte sie dir so. Ja, weil die einfach alles berechnet haben im Kopf. Ja, die so wissen direkt. Einfach genau, wie lange du brauchst, um von A nach B zu kommen. Ja, ganz genau, das ist das. Kannst du schon mal so ein Konzept bringen, wenn du einfach mal stehen bleibst. Oder auf so die Idee ist bisher noch niemand gekommen. Ne, dann müssen die auch alle einberechnen. Ja. So. Was ist das Wahrscheinlichste? Ist der jetzt Stingolim oder nicht Stingolim? Läuft der da jetzt lang oder nicht? Das ist alles so krasser Scheiß. Das sind Hochleistungssportler. Ja, sind halt echt. Ja, finde ich nämlich auch. Aber die Stimmung ist immer geil. Kann ich auch nur empfehlen, falls ihr dieses auf der Gamescom seid, bei sind wir auch, dann kann man sich auf jeden Fall mal irgendwie am da E-Sports mal geben. Da kann man die Stimmung zumindest mal miterleben. Also sollte natürlich auch gerade ein Spiel laufen. Ja, also klar, also an den Standen stellen also ist natürlich so, hey. Party. Aber da laufen ja auch immer große Turniere. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist auch riesen viel Platz. Kann man auch ein bisschen entspannen, kann man sich hinsetzen, ein bisschen zugucken. Genau, schlafen. Geht alles. Alles schon gemacht. Christian Beer sagt, finde E-Sports wirklich gut. Schön, dass Zocken auch ernst genommen wird und nicht als Hobby für irgendwelche Eigenbrötler, wie das Vorurteil manchmal noch vorherrscht. Schau immer große Turniere dort an, wie zum Beispiel LCS bei League of Legends, beziehungsweise die World Champions League davon. Genau, wir haben World Championships davon gesehen, nicht World Cyber Games. Aber auch bei jedem anderen Spielen sind solche E-Sports-Turniere sehr interessant. Bin jedenfalls für E-Sports und die Veranstaltung von Turnieren dieser Art. Gut, eine durchweg positive Äußerung zu diesem Bereich. Nicht viel zu sagen, ne? Da kann man echt nichts mehr sagen. Und einen hast du noch. Von Heldenlärm LP. Ja, von Heidenlärm. Oh, Heidenlärm. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Okay, ja, Heidenlärm LP. Früher gab es ja die Turniere von WoW, die nun seit letztes Jahr eher in den Hintergrund gerückt sind. Gecuttet, zu wenig Einnahmen. Oh. Dennoch muss ich zugeben, dass ich mir zurzeit die E-Sports-Turniere förmlich suchte. Es ist einfach genial, mal so den Profis wie Bram ist, über die Schulter zu schauen. Finde es auch gerecht, dass diese dann so wie in den USA ein Visum bekommen, wenn man mal die Leute beim Kommentar zuhört, dass sie am Tag bis zu 16 Stunden trainieren, ist das schon mit Sport zu vergleichen. Nein, es sind keine chipsfutternden dicke Army-Kinder. Das stimmt nämlich auch, die E-Sport-Leute sind meistens echt dünn. Also wir sind wahrscheinlich, wir sind einfach zu träge, um kompetitiv zu sein. Wir könnten, glaube ich, nicht mal im E-Sport erfolgreich sein, weil wir körperlich zu träge sind. Ist meine Vermutung. Meinst du, mein Arm ist zu langsam oder so? Ja. Ohne Scheiß. Das ist voll die coole, das ist echt eine richtig gute Frage. Ja. Ob das so sein könnte. Ah, da müsste ich ja im Prinzip, da ich ja der bin mit den meisten Funden auf den Knochen, von uns der Schlechteste sein. Ja, nee, in unserem Amateurverhalten macht das keinen Unterschied. Achso, du meinst auf Leistungsebene? Ja, rein auf Profisportebene quasi. Könnte sein. Ja, ich glaube, da macht das einen Unterschied. Das könnte echt sein. Und man sitzt, oh, mein Rücken fällt links vom Stuhl oder so. Ja. Das darf dir als Profi nicht passieren. No, sir. Könnte sein. Was hatte der jetzt eigentlich noch so gesagt? Der hat irgendwas mit Bram gesagt. Da habe ich mich jetzt hier verlesen, oder? Nein, er hat doch nur geschrieben, mich als Satire genommen. Genial, so Profis wie zum Beispiel Bram mal über die Schulter zu schauen. Naja, aber da fehlten die Dinger hier und ich dachte, das meint er schon ernst. Nein, aber ich finde es auch cool, genau, für alle, die es nicht wissen, mittlerweile hat die USA zugelassen und E-Sports als, vor allem im League of Legends Bereich, da muss man einklammern. Das haben wir letzte Woche als News gehabt. Ja, ich weiß. Achso, okay. Aber ich dachte, wir gucken ja nicht jede Woche alles. Ah, zu. Stimmt natürlich. Weißt du, also die haben mittlerweile ein Visum, wie auch Profisportler das haben im Bereich Fußball, Tennis und so weiter. So, aber dafür genug zu Community-Fragen, die wir beantwortet bekommen haben natürlich von euch. Wir haben eine neue Frage. Genau, wir haben eine neue Frage von euch. Und zwar, darf ich die stellen? Du schreibst? Ja. Ja, du schreibst, Oskar. Zu welchem Videospiel hättet ihr, also im Bereich halt natürlich auch mit Bezug auf Warcraft, dem Kinofilm, in welchem Bereich hättet ihr gerne, oder zu welchem Videospiel hättet ihr gerne eine Filmumsetzung und welche Schauspieler sollten die Hauptfiguren besetzen? Das Ganze Hard Reset Live einfach dann dahin schreiben. Es wäre sehr cool, wenn wir da mal ein paar. Ich bin echt verrückt auf Crazy Dan. Ich bin echt gespannt auf die Crazy Dan. Was laberst du?
Ja, weißt du, wenn da so viele verschiedene Leute kommen und sagen, ey Junge, weißt du, kommt der Gothic, weißt du, und den Gothic-Hauptdarsteller, der spielt dann Jordan Freeman. Jordan Freeman vor allen Dingen. Ja. Wer ist der Jordan Freeman? Gordon Freeman aus Half-Life, Entschuldigung. Ja, aber Jordan hat deswegen fand ich lustig. Ja, habe ich mich versprochen. Okay. Ja. Aber ich glaube, da gibt es richtig coole Kombinationen auch. Mike Tyson in Trackmania. Oh mein Gott. Das ist ein Beispiel für eine schlechte Kombination. Aber euch fällt bestimmt auch was Gutes ein. Gibt bestimmt Schauspieler, die so aussehen wie Nathan Drake oder wie Ellie. Oh, wer könnte denn Ellie spielen? Alan Page. Wir sollten in die Werbung gehen.